könnt ihr ein Video von meinen Kuscheltieren machen und das machen wir dann. Wow. So viele Kuscheltiere habe und ich weiß, dass ihr euch fragen würdet, wieso ich so viele habe. Das fragen wir uns gerade selber. Ja, weil Mama und Papa immer so viele Kuscheltiere kaufen. Mama und Papa sind schuld. Ja. Und jetzt... Also, ja, wir haben in dem Video, wo Hannah euch ihr Kinderzimmer gezeigt hat, da habt ihr gefragt, ob wir mal Hannas Kuscheltiersammlung zeigen können. Und normal sind die verteilt. Ein paar sind im Bett, ein paar sitzen halt so rum. Ja. Und die meisten sitzen in Hannas Zelt. Und dadurch, dass die im Zelt sind, haben wir nie wirklich gewusst, wie viel das eigentlich sind, ja, ne? Und wo wollen wir anfangen, Schnucki? Weil wir können nicht jeden Einzelnen zeigen. Das geht nicht. Aber so die wichtigsten. Einige wissen wir auch gar nicht mehr, wo die herkommen. Oder von unten soll ich anfangen? Ja. Also. Dann hocke ich mich mal hin. Weißt du noch, woher der große weiße Bär kommt? Den hast du von Lucky bekommen. Das war Lucky, sein Bär. Ja. Dann sind da mal, ne? Monchichis. Die hat der Weihnachtsmann gebracht. Ja. War das richtig? Ja. Ja. Wer sitzt da neben dir? Nee, da. Ellie. Das ist der Yorkshire Terrier von Bilde Bär. Ja. Und wo sitzt Pinky? Wo sitzt Pinky? Da! Ich hab sie entdeckt. Da. Guck mal da. Das ist ihre Cousine. Bella. Die nenne ich Bella. Wen? Der Bär, der Große? Ah, okay. Und dahinter verstecken sich Izzy, Jake, Cubby und... Wo haben wir Scully? Ach da, neben den Minions. Guck mal hier, das ist Izzy. Ja. Jake. Mhm. Cubby. Ja. Und Scully. Genau. So. Und das hier ist mein Elefant. Das ist Dumbo. Ja. Der echte Dumbo aus dem aus dem Film. Ja. Daneben, das fragen auch immer ganz viele, wo habt ihr diesen riesen Lind-Osterhasen her? Den haben wir mal von Hannas Oma bekommen. Oma Chris. Nee, von Oma Margret ist der. Ja. Und daneben seht ihr ja einen kleinen Pinguin. Den haben wir von... Tja, ich weiß es nicht mehr, wo der herkommt. Weil... Der daneben ist vom Osterhasen gewesen. Ja. Der ist noch relativ neu. Und davor seht ihr die Minions. Der ganz kleine Minion ist zum Beispiel ein Heizkissen. Den kann man in die Mikrowelle tun und dann wird er warm. Der Minion da, den haben wir von einem Abonnenten bekommen. Nee, der daneben. Genau, der ist nämlich gehäkelt oder gestrickt. Eins von beiden. Gestrickt. Und der hier ist ganz weich. Der ist richtig. Ja. Der hat sogar richtige Augen. Mm. Und hier neben seht ihr Gemüse und Früchte. Ich glaube, die gab es mal bei Penny. Der hier kann. Mhm. Aber nicht abmachen. Dann muss Nein, das, das ist ja seine Brille, ne? Ja, die soll ja nicht rüber. Und wer sitzt da neben dem Osterhasen-Pinguin? Familie Duck und Familie Maus. Wobei wir keinen Mickey gefunden haben, ne? Da ist Mickey. Nee. Ich meinte Minnie, Donald, Minnie, Daisy und Pluto. Und ich hätte schwören können, wir haben einen Mickey. Ja, aber das ist Minnie in der Schule. Ja. So sieht sie da aus. Und hier ist sie noch klein. Mhm. Das ist schon groß. Ja. Und daneben haben wir Piglet. Oder Ferkel heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ferkel? Und Winnie Pooh. Und Winnie Pooh. Winnie Pooh. Ja, und Winnie Pooh. Und hier drüben Eeyore. Oder ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. IA heißt der, glaube ich. Ja. Die sind ganz, ganz alt. Die hatte ich schon, bevor Hannah auf der Welt war. Und das noch der kleine. Ja, da sitzt noch ein kleiner Eeyore. Davor ist ein Elefant, ein Baby-Elefant. Der ist auch von Winnie Pooh, ne? Ja. Und es gibt, ich habe eine Ente. Wen hast du denn daneben noch? Da hinten steht Hörnchen. Da fragen auch immer ganz viele, wo habt ihr das Einhorn her? Und das gibt's auf eBay. Wenn ich das noch finde, verlinke ich euch das. Mhm. Hier ist ein Dino, ein Rex. Mhm. Den hast du mal zum Geburtstag gekriegt. Ja. Und da war mein Fahrrad drin. Richtig. Das ist ein
Langhalsding. Der hat einen langen Hals. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit... Ein Krokodil. Ja. Noch ein Krokodil. Ja. Noch ein Dino. Und ein da, Langhalsdino. Und wer sind die bunten Drachen dahinter? Das sind Saphiras. Richtig, da hast du 5 Stück von. Und inzwischen gibt es schon den schwarzen, den Marion. Ja, und... Den haben wir nicht. Mhm. Ich habe den in der Werbung gesehen. Und neben den Dinos und Krokodil ist die Maps. Pets. Hier ist Chloe. Nee, Chloe ist der dicke Kater. Ja, da ist Chloe. Das sind die Figuren aus dem McDonald's Happy Meal. Die haben wir euch damals gezeigt. Ja, und hier ist der ganz große. Ich habe einen kleineren noch. Ja, der sitzt hier. Der saß eben noch auf seinem Rücken. Ja. Der gehört zu ihm. Denn es ist da. Das Baby. Und dahinter seht ihr den Topf aus dem Achterbahnrestaurant. Upsa. Da ist jetzt jemand runtergefallen. Max. Das macht nichts. Max ist da. Ja, dann haben wir hier. Wen haben wir hier noch dazwischen? Da hinten ist noch. Ist das Winnie nicht der. Pooh. Ja, von. Der leuchte Winnie Pooh. Wo du den Zahn verloren hast, ne? Ja. Und der Tigger. Erste hier. Ja, richtig. Hier. Wie viel hast du inzwischen raus? 5. Wow. Genau, das ist so die obere. Dann haben wir dann noch eine süße Schnecke. Ja, und der hier wackelt. Mach keinen Mist. Behalt die mal ein bisschen drin. So, jetzt hocke ich mich mal hin. Also hier. Nee, die habe ich schon gezeigt. Das sind die Früchte und Obst von Penny, glaube ich. Ja. Brokkoli, Wassermelone, Erdbeere und so weiter. Ich muss mich ein bisschen... Ja, du kannst auch runterkommen sonst, wenn du möchtest. So, jetzt ist mir viel besser. So. Und dann haben wir hier unten halt noch ein paar Glubschis. Und Hannas... Ah, dein allererstes Kuscheltier musst du noch zeigen. Genau. Das war Hannas allererstes Kuscheltier. Ja, das hatte sie ich als Baby. Im Krankenhaus hast du das bekommen. Ja, und das mag ich sogar immer noch. Siehst du wohl. Was haben wir denn noch Interessantes? Hier haben wir einen Löwen, weil Hanna von Sternzeichen Herr Löwe ist. Ein Löwe-Glubschi. Ich bin ein kleiner Löwe. Und die beiden hier... Die hatte sie auch ganz lange in ihrem kleinen Gitterbettchen. Das Schwein und das Nilpferd. Wen? Ja, da hatte ich die drei hier. Mhm, richtig. Und hier haben wir ein paar aus der Super Geek Box und sowas hier. Von Ghostbusters und Ninja Turtle, Luigi, Mario. Habt ihr ja vielleicht gesehen, wenn ihr unsere Videos verfolgt. Chewbacca kommt auch aus einer. Captain America, dann haben wir einen Elmo. Guck mal. Der ist auch schon ganz alt. Guck mal. Ja, was macht der? Hilfe, Hilfe. Geht's denn? Ich muss wieder hoch. I love you so much. Was sagt er noch? Dann haben wir ein paar Kitties. Ja. Die sitzen hier drüben. Ja. Meine ganzen Kitties. Dann ist da gerade... Das war auch eins unserer ersten Videos da unten, der Hund. Kannst du den mal hervorziehen an seinem blauen Ohr? Der sitzt unterm Bett jetzt genau. Genau, das war auch eins der ersten Videos und eins der ersten Kuscheltiere, die Hannah hatte. Da ist jemand albern, ne? Vom großen Pinguin, den ganz, ganz großen, habe ich bei Real. Genau, da gibt es auch ein Video zu. Und wer sitzt hier unten? Jace! Genau. Von der Paw Patrol. Und wo ist der her? Von? Überleg mal, den haben wir auf dem Dom gewonnen. Mit dem Greifarm, weißt du noch? Dieses Düt-Düt-Düt-Düt. Der hat den wohl so, lieb. Was haben wir hier denn noch? Eine Milka-Kuh und noch ein Dinosaurier, ein Fuchs, ein Sorgenfresser. Ja, der kommt auch aus einer Box. Oh, Mann, ich muss mich jucken. Und das ist ja die Schlafmütze aus dem Toys R Us Hall. Ja, die drei hängen auch ganz lange an Hannas Gitterbettchen. Die können und jetzt auch an ihrem Hochbett.
Die sind mal aus einem Möbelhaus und die kann man mit ihren großen Nasen ans Bett hängen. Die Abteilung wollen wir nicht vergessen. Oh, Hanna! Das ist Hannas Steif-Teddy-Sammlung. Die ist albern. Der einzige, der nicht von Steif ist, ist der kleine Hund. Naja, und diese Figur da halt, ne? So. Das war das Kuscheltier-Video. Und jetzt schreibt uns mal, habt ihr auch so viele Kuscheltiere, wenn ihr die auf einen Haufen setzen würdet? Wir wissen, dass das echt viele sind. Das ist irgendwie ausgeufert, ne, Schnucki? Mhm. Aber wie gesagt, uns würde interessieren, ob ihr auch so viele Kuscheltiere habt oder ob ihr ein Lieblingskuscheltier habt. Hast du ein Lieblingskuscheltier eigentlich? Hallo? Ja, ich denke, so ein richtiges Lieblingskuscheltier hat Hanna nicht. Ich habe ein richtiges Lieblingskuscheltier. Danke. Willst du das mal holen? Ja. Du weißt, wen ich meine. Mhm. Muss mir halt hier, immer juckt mein Fuß. Ja, vielleicht hätte ich eine Mücke gestochen da. Vielleicht. Obwohl wir Fliegengitter vorhaben. Mhm. Kannst auflassen, die Tür. Mit Lumi rein. Da kommt noch ein Kuscheltier. Was ist das, Flomi? Ha? Dein Bett ist belegt. Ja, so viele Kuscheltiere. Ich hab vergessen. Noch einen. Ich hab einen vergessen. Nee, das ist meiner, Schnucki. Ja. Komm rein. Auch Mamas Liebling. Ja, das ist ein Teddy, den habe ich damals von meinen Gastgroßeltern in Amerika bekommen. Ja. Zu Ostern. Und das hier ist Mamas Lieblings. Richtig. Hier. Wie heißt der? Affi. Genau. Einfach Affi. Der ist schon richtig alt. Vielleicht kennen einige von euren Mamas oder Papas den noch. Der ist über 40 Jahre alt und der sieht normalerweise nicht so komisch schief aus und so platt. Aber weil ich da jede Nacht drauf gelegen habe als Kind, sieht der so ein bisschen demoliert aus. Aber ich liebe ihn noch immer. Ich liebe alle Kuscheltiere. Ja. Erst recht das hier. Erst recht das hier. Oh, wir wollen noch mit ihm ein Abschlussbild. Ja, ein Abschlussbild mit Flummi. Flummi und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. So, wir haben hier jetzt aufgeräumt. Alle Kuscheltiere sind wieder im Zelt. Bis auf Kuscheltiere, die hier in diesem Sack gelandet sind. Da haben wir Kitty, Häschen, ein Hund. Über die haben wir zum Beispiel mal ein Video gemacht. Über den Chihuahua, der ihr Kleidchen leuchtet. Nämlich, ich finde bloß die Tasche nur nicht mehr. Die muss irgendwo noch sein. Vielleicht finden wir die noch. Hanna wird langsam müde. Nein! Du bist müde. Ich glaube schon. Du bist müde. Und den Sack möchten wir gerne spenden an Kinder, die nicht so viel haben wie Hanna. Ne, Fräulein? Und wir möchten heute mal eine große Ausnahme machen. Und zwar möchten wir jemanden grüßen. Und der Junge heißt Elliot. Elliot. Hallo, Elliot. Hallo, Elliot. Wir grüßen dich ganz lieb und wir hoffen, dir und allen anderen hat das Video gefallen. Das Sand drin. Ach, da ist Sand drin. Das Sandmännchen war schon du da. Warst Sand drin. Das Sandmännchen war schon da. Nein, nur bei mir. Mhm. Ich hab mal mein Auge gedrückt. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Baby. Gute Baby. Nacht. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Wo ist Pirat? Oder Feuerwehrmann? Pirat. Ich hab Angst. Ich auch. Trocken.